Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 89 Aberdeen Zweiter Teil. Man entschloss sich für einen kleinen Spaziergang in der Stadt. Die Landdykes Road war ganz in der Nähe und so nahm Anne Tatze an die Leine und lief neben Harry die Straße entlang, während Severus und Hermine schon einige Schritte vorangegangen waren. Es muss hier gleich in der Nähe sein, flüsterte Hermine. Severus blickte sich während des Gehens um und beobachtete unauffällig die Menschen. Niemand beobachtete sie. Höchstens einen flüchtigen Blick warf man ihnen zu, bevor die Passanten ihrer Wege gingen. Da vorn beginnt die Landdykes Road, sagte Hermine aufgeregt, aber leise. Kaum waren sie um die Ecke gebogen, da blieb Severus stehen und hinderte Hermine am Weitergehen, indem er sie am Oberarm ergriff. Sie folgte seinem Blick, bis sie einen rothaarigen, elegant gekleideten Herrn ein Garagentor schließen sah, bevor er sich mit einem frisch gebürsteten Langhaar-Collie auf den Weg über die Straße machte. Severus blickte über den Asphalt, bemerkte das Schild über dem Eingang zu einem Park und sagte: Ich habe eine Idee. Mittlerweile hatten Anne, Harry und Tatze die beiden eingeholt und Harry fragte leise: Was ist? Ich habe eben unseren Mann gesehen, Robert Hopkins. Er hat eben sein Haus verlassen und ich vermute, er geht in den Park, um seinen Hund auszuführen. An Anne gewandt, sagte Severus: Geben Sie mir bitte die Leine, Miss Adair. Er hielt ihr die Hand entgegen, doch Tatze knurrte, sodass Anne zögerte. Es ist keine Zeit für Spielchen, Mr. Black. Sie werden für die nächste Zeit mein Hund sein. Spielen Sie etwas mit dem Collie von Mr. Hopkins, sodass ich einen Grund habe, ein Gespräch mit dem Herrn beginnen zu können. Severus grinste fies, als er Tatze anstarrte und fragte: Oder möchten Sie, dass Miss Adair sich einem Mann nähert, der nicht davor zurückschreckt, Hexen und Zauberer zu Tode zu quälen? Ohne auf eine Reaktion von Tatze zu warten, übergab Anne sehr hastig die Leine an Severus, der gleich daraufhin empfahl: Harry, Sie bleiben mit Miss Adair unauffällig in unserer Nähe, während ich mit Hermine an meiner Seite den Hund in den Park führe. Alle nickten, bevor Hermine und Severus mit Tatze zusammen vorab über die Straße gingen. Der Park war überwältigend groß und eine wahre Augenweide. Einige Bäume trugen Laubkleider aus den schönsten Herbstfarben: Gelb, Braun, Orange und Rot. Und wenn ein Windchen wehte, dann glitten einige Blätter tänzelnd und kreiselnd zu Boden. Durch die Farbenpracht der Blätter wurde Severus für einen Moment an Hermines Magiefarben erinnert. Die Gartenanlage war für Hunde freigegeben, wie man an den ganzen Schildern erkennen konnte. Severus hatte sein Ziel im Park sehr schnell wieder gefunden. Er bemerkte, wie Mr. Hopkins sich bückte, um seinen Collie von der Leine zu lassen. Severus ahmte ihn nach und ließ Tatze ebenfalls von der Leine. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Black. Und tun Sie uns allen den Gefallen und bleiben Sie ein artiger Hund. Tatze erwiderte nichts, sondern rannte schwanzwedelnd auf die Grünfläche, auf der sich neben dem Collie noch zwei andere Hunde tollten. Hermine schaute ihm nach und spürte plötzlich eine Hand zwischen ihren Schulterblättern. Gehen wir ein Stück spazieren, Hermine. Hermine und Severus schlenderten den Weg an der Wiese entlang und blickten immer wieder auf Tatze, der sich mit dem Collie anfreundete, und abwechselnd auf Mr. Hopkins, der offensichtlich versuchte, die Besitzer von dem großen schwarzen Hund ausfindig zu machen. Dann hatte Hopkins sie endlich gesehen.
Davon unbeirrt, bewegten sich die beiden langsam weiter auf Hopkins zu. Hermine schaute einmal verträumt nach oben in die Baumkronen und drehte ihren Kopf langsam nach rechts, bevor sie auffällig hinter sich schaute, um sich davon zu überzeugen, dass Anne und Harry folgten. Die beiden schlenderten ebenfalls gemächlich durch den Park und hatten ihren Blick auf Tatze gerichtet. »Da, der Collie geht zu Mr. Hopkins und Tatze folgt ihm«, sagte Hermine. Plötzlich kam ein anderer Mann auf Hopkins zu, dessen kleiner Jack Russell den Collie aufgeregt beschnupperte, und auch Tatze wurde von dem anderen Hund erst einmal angehend inspiziert, wie Hunde das eben so machen. Mr. Hopkins und der andere Mann begrüßten sich per Handschlag, während Tatze sich längst bei den beiden Männern aufhielt und ihnen hoffentlich aufmerksam zuhörte, während er weiter vorgab, mit den anderen beiden Hunden zu spielen. »Lassen wir die beiden Herren einen Moment reden, Hermine. Setzen wir uns auf die Bank hier«, schlug Severus vor. Mit der Hand fegte Severus zuvorkommend einige trockene Blätter fort, bevor Hermine Platz nahm. Sie schauten nur noch selten zur Tatze hinüber, damit die Männer sich nicht beobachtet fühlten. Als Harry und Anne sich der Bank näherten, flüsterte Severus leise über seine Schulter zu ihnen hinüber. »Gehen Sie über den Rasen hinüber zur anderen Seite, damit Hopkins nicht gestört wird.« Anne und Harry liefen noch einige Meter an der Bank vorbei, bevor sie die Grünfläche betraten, um Severus' Ratschlag zu beherzigen. Erst eine Viertelstunde später gingen Mr. Hopkins und sein Begleiter weiter. Hermine pfiff Tatze zu sich und zusammen gingen sie noch einige Schritte, bevor sie bemerkten, dass Hopkins den Park verließ und mit seinem Collie zu dem anderen Herrn ins Auto stieg und davonfuhr. Tatze verwandelte sich hinter einem Busch gleich wieder zurück in Sirius und aufgebracht erzählte er: »Verdammt, die sind wirklich abartig. Der andere Mann hieß Richardson und er hat gesagt, dass ihnen langsam die Informationen ausgehen würden, weil sie lange Zeit keine Hexen mehr in die Finger bekommen hätten, die sie über uns ausquetschen konnten. Die wollen alles über die Zauberwelt in Erfahrung bringen. Hopkins weiß, dass wir einen Minister haben. Er weiß, dass unsere Gesellschaft organisiert ist und er kennt sogar ein paar Berufe von uns. Er weiß von Fluchbrechern, Besenmachern, Quidditch-Spielern und sogar von Auroren.« »Haben Sie jetzt völlig den Verstand verloren? Nehmen Sie auf der Stelle wieder Ihre Animagus-Form an und erzählen Sie uns später alles in Ruhe, im Hotel«, forderte Severus mit zischelnder Stimme. Zurück in einem der beiden Hotelzimmer setzte sich Sirius auf einen Stuhl und bat um eine Flasche Wasser, die Severus daraufhin der Minibar entnahm. Bevor er ihm die Flasche reichte, fragte er mit ernster Miene: »Soll ich Wasser in ein Näpfchen füllen oder...« Sirius entriss ihm die kleine Flasche, setzte an und in kürzester Zeit leerte er sie. Das Herumtollen mit den anderen Hunden hatte viel Kraft gekostet. Danach holte er tief Luft und schilderte: »Hopkins hat zugegeben, dass er nicht weiß, wie viele es von uns gibt. Er geht davon aus, dass es nicht allzu viele sein können. Wenn seine Männer einen von uns erwischen konnten, haben sie diejenigen erst nach einem Zauberstab abgesucht. Wenn die einen dabei hatten, war ihr Schicksal besiegelt. Die haben sich eben im Park über zwei Zauberer lustig gemacht, die sie zuletzt in einem Hexenturm gefangen gehalten hätten. Hopkins sagte, jeder Zauberer und jede Hexe wäre ohne einen Zauberstab ein ganz normaler, schwächlicher Mensch. Sie haben von allen ihren Gefangenen Namen, Adressen und weitere Informationen über unsere Gesellschaft verlangt. Ich will gar nicht wissen, wie viel sie schon haben zusammentragen können. Hopkins hat davon gesprochen, dass sie dem Bösen den Chaos machen wollen und sie haben dabei offensichtlich Hilfe aus unserer Welt.« Es klopfte und Sirius verwandelte sich sofort wieder in Tatze, bevor hereingesagt werden konnte. »Herein«, rief Anne. Die junge Dame von vorhin öffnete die Tür und fragte: »Entschuldigen Sie die Störung. Sie waren vorhin nicht da. Ich wollte eigentlich nur fragen, in welches Zimmer wir die Näpfe für Ihren Hund unterbringen sollen.« »Hier«, sagte Harry, und die Dame stellte zwei große, gefüllte Näpfe in eine Nische neben dem Schreibtisch. »Unsere Küche kocht auch für Haustiere, Mr. Irvine. Falls es Ihrem Hund trotzdem nicht munden sollte, haben wir eine große Auswahl an gängigem Fertigfutter«, sagte die Dame sehr freundlich, bevor Harry nickte, sich bedankte und die Frau das Zimmer wieder verließ. Nachdem er sich zurückverwandelt hatte,
blickte Sirius auf den Napf, verzog das Gesicht und sagte: Einer von euch kann mir bitte ein Steak besorgen. Wollen wir Essen aufs Zimmer bestellen? Fragte Anne, die schon eine Menükarte vom Schreibtisch genommen hatte und darin blätterte. Telefonisch bestellte man sich an der Rezeption etwas zu essen. Hermine hatte zwei Menüs ausgewählt, weswegen Harry ihr einen vorwurfsvollen Blick zugeworfen hatte, der ihr nahelegen sollte, es nicht zu übertreiben. Doch das machte sie nur bockig. Anne hatte auch zwei Menüs bestellt, aber eines davon beinhaltete das Steak, welches sich Sirius gewünscht hatte. Vorsichtshalber blieb er in Tatze verwandelt, bis das Essen geliefert werden würde. Die Menüs hatte man in ein Zimmer bringen lassen, aber der Tisch war viel zu klein für alle vier, sodass die Dame fragte: Soll ich Ihnen einen weiteren Tisch und zwei Stühle besorgen? Severus verneinte und sagte, er würde mit seiner Frau gleich ins eigene Zimmer gehen. Kaum hatte die Frau die Tür geschlossen, führte Severus mit einer Handbewegung einen Zauber aus, der den Tisch und die Stühle verdoppelte. Sirius verdoppelte nochmals einen der Stühle, sodass alle fünf gemütlich Platz nehmen konnten. Harry, wie kannst du nur eine Pizza bestellen? Das hier ist ein Vier-Sterne-Hotel, warf Hermine vor. Er lachte und sagte dann: Das ist die teuerste Pizza meines Lebens, Hermine. Ich hoffe, es wird auch die beste sein. Hast du unten den alten Steinofen gesehen? Während des Essens unterhielten sie sich über weitere Schritte bezüglich Mr. Hopkins. Sirius schlug vor: Wir wissen ja, wo er wohnt. Wie wäre es, wenn man sich mit einem Desillusionierungszauber auf sein Grundstück wagt? Der wird uns nicht sehen können. Hermine schüttelte den Kopf und hielt dagegen. Nein, man wird zwar unsichtbar, aber die Alarmanlagen würden trotzdem losgehen. Das gilt auch für das Innere des Hauses, weswegen wir auch nicht einfach hinein apparieren können. Habt ihr nicht seine Luxusvilla gesehen? Der Knabe strotzt vor Geld. Der wird möglicherweise Wärmesensoren in seiner Überwachungstechnik integriert haben. Zusammenhangslos fragte Harry plötzlich, ob wir ohne Verhüllungszauber sein können, wenn wir, wie jetzt, allein sind oder wenn wir schlafen? Nein, besser nicht. Denn falls es einen Notfall geben sollte, dann darf dein Gesicht nicht dein echtes sein. Erwiderte Hermine gleich im Anschluss, fügte sie schelmisch grinsend an. Außerdem möchte ich dich noch eine Weile mit hellbraunen Haaren und blauen Augen genießen können. Er schnaufte und stichelte. Du siehst aber auch nett aus. Zumindest hast du jetzt eine anständige Kurzhaarfrisur und keine langen, buschigen Haare. Sie blickte ihn böse an. Doch bevor sie kontern konnte, beteiligte Severus sich gelassen an dem amüsanten Gespräch und sagte, während er etwas Rotbarsch auf seine Gabel schob: An Hermines Schopf ist absolut nichts auszusetzen, weder jetzt noch sonst. Von diesem Kompliment ganz verzückt streckte Hermine stolz den Rücken, lächelte zu Harry hinüber und streckte ihm übermütig die Zunge heraus, während Sirius nur kicherte und Anne schmunzelte. Das Thema schien eigentlich abgehakt zu sein, doch Sirius verkniff es sich nicht zu sagen. Ich finde, Severus sollte seinen Verhüllungszauber immer tragen. Steht ihm jedenfalls besser als... Jetzt schritt Hermine ein und revanchierte sich, indem sie Sirius unterbrach und versicherte: Er muss gar nichts an sich ändern, aber du solltest öfter mal ein Hund sein. Zumindest wirkst du dann viel wohlerzogener. Sirius schaute Hermine böse durch zusammengekniffene Augen an, doch Anne lenkte ihn von seinem geübten Nimm-das-Zurück-Blick ab, weil sie plötzlich in herzhaftes Gelächter ausbrach und nur mühsam, ständig durch ihr eigenes Lachen sich selbst unterbrechend, zugab. Genau, das habe ich ihm vorhin auch gesagt. Harry lachte mit Anne mit, aber eher, weil sie selbst so sehr lachen musste. Zu ihrer Linken hörte Hermine ein Schnaufen und sie bemerkte, dass Severus nur mit viel Mühe verhindern konnte, nicht in das Gelächter einzustimmen. Wir sollten morgen früh auf jeden Fall nochmal in den Park gehen, so wie heute, schlug Severus vor, nachdem sie mit dem Essen fertig waren und alle stimmten ihm zu. Den ganzen Abend über hatten sie darüber nachgedacht,
ob man das Haus von Hopkins betreten sollte und wenn ja, wie sie das anstellen könnten. Nebenbei fragte Harry, wie sind eigentlich eure falschen Vornamen? Severus murmelte selbstverachtend. Daran hätte ich früher denken müssen. Sofort griff Sirius das Gemurmel auf und fragte schelmisch, provozierend. Wir lassen ja in unserem Zweitjob ganz schön nach, nicht wahr? Warum hätte gerade ich daran denken müssen, dass von uns jeder den Namen des anderen kennen sollte, Black? Wollen Sie mich zum Leiter dieses kleinen Spionageunternehmens machen? Hüten Sie sich bloß, denn wenn ich hier das Sagen hätte, dann würden Sie als Hund draußen vor dem Hotel angekettet übernachten. Anne und Hermine konnten die Situation zum Glück sehr schnell wieder entspannen. Also, wie heißt ihr beide? Fragte Harry an Severus und Hermine gerichtet. Er fügte für alle nochmal schnell an, in meinem Ausweis steht Milton Irvine. Milton? Fragte Hermine ungläubig, bevor sie lachen musste. Du siehst überhaupt nicht wie ein Milton aus. Harry blickte Severus fragend an und der erklärte mit Abscheu in der Stimme. Mein falscher Vorname musste ausgerechnet Peter sein. Mit den Schultern zuckend erklärte Harry, Peter Paris hört sich doch aber gut an. An Hermine gewandt, wollte er ihren Namen hören, doch sie schien diesen Moment ein wenig hinauszögern zu wollen. Was konnte an einem falschen Vornamen schon schlimm sein, fragte sich Harry, bevor Hermine endlich antwortete. Mit leiser Stimme offenbarte sie. Der Vorname auf meinem falschen Ausweis lautet Brenda. Hermine machte gute Miene zum bösen Spiel und Harry tat es ihr gleich, denn keiner durfte wissen, dass sie den Namen Brenda in Bezug auf die Vergangenheit von Sirius und Severus kannten. Beide bemerkten jedoch, dass der Name Severus tief getroffen haben musste, denn er wurde still und beteiligte sich nicht mehr am Gespräch. Für einen Moment überlegte Harry, ob Sirius das böswillig gemacht haben konnte. Doch der erklärte plötzlich für alle, während er sein Glas Cola anstarrte, dass er sich keinen Namen hätte aussuchen können und alleine Mandanges die Ausweise besorgt hätte. Es wurde später und niemand schien müde zu werden, bis Anne jedoch endlich sagte: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich möchte langsam zu Bett gehen. Sirius schnaufte und begann sich erneut zu sträuben. Ich werde nicht mit Severus. Mr. Black, unterbrach Severus ihn nach langer Zeit des Schweigens. Wir alle kennen bereits Ihre Meinung zu diesem Thema. Wenn Sie also keinen Vorschlag bezüglich der Bettenbelegung haben, dann sollten Sie in Erwägung ziehen, diese Entscheidung den restlichen Betroffenen zu überlassen. Nach langem Hin und Her hatte Hermine, bei der nun ebenfalls der Bettzipfel zog, die Nase gestrichen voll. Sie erhob sich und fragte: Severus? Als er sie anblickte, erklärte sie: Ich bin müde. Lassen Sie uns in unser Zimmer gehen. Ich denke, wir sind erwachsen genug, um gemeinsam in einem Bett übernachten zu können. Sirius fielen beinahe die Augen aus dem Kopf, als hätte er niemals für möglich gehalten, dass jemand freiwillig mit Severus ein Zimmer teilen wollte. Ohne zu murren, aber auch ohne ein Wort zu verlieren, folgte Severus ihr hinüber in das andere Zimmer. Sie machte Licht und er beobachtete aufmerksam, welchen der Schalter man dazu betätigen musste. Am Bett angelangt, überkam ihn die gleiche Starre wie zuvor. Doch Hermines Frage brachte ihn in die Realität zurück. Auf welcher Seite schlafen Sie? Fragte sie unbefangen. Ohne ihm Zeit für die Antwort zu lassen, suggerierte sie: Ich schlafe gern näher an der Toilette. Das trifft sich gut. Ich nächtige gern in der Nähe des Fensters. Erwiderte er, woraufhin sie ihm einen fragenden Gesichtsausdruck zuwarf. Am Fenster? In den Kerkern haben Sie doch auch keine. Sagte sie verwirrt und er konnte keinen klaren Gedanken fassen, um etwas Intelligentes zu erwidern. Hermine entledigte sich ihrer Schuhe und atmete erleichtert aus. Was dagegen, wenn ich zuerst ins Bad gehe?
fragte sie, ohne zu bemerken, dass sie derweil etwas errötet war. Nein, machen Sie nur, wie Sie möchten, antwortete er, ohne ihr in die Augen zu blicken. Er registrierte, wie sie einige Dinge aus ihrer Tasche entnahm, bevor sie im Bad verschwand. Kurz darauf hörte er schon laufendes Wasser. Im Badezimmer ließ Hermine schon das Wasser in die Wanne laufen, bevor sie damit begann, sich zu entkleiden. Der Raum war voller Spiegel und in einem konnte man sich von oben bis unten betrachten. Schon nachdem sie ihre Jeans ausgezogen hatte, warf sie ihrem Spiegelbild einen eher kritischen Blick zu, denn ihre Beine fand sie viel zu kräftig. Nachdem auch alle anderen Kleidungsstücke auf dem Boden gelandet waren, betrachtete sie sich ganz im Spiegel und dachte erschrocken: Oh Gott, ich habe einen Bauch! Der logische Teil ihres Hirns konterte schnippisch: Hermine, der war schon immer da, du Dummchen. Er ist nur ein wenig üppiger als früher. Harry hatte recht behalten. Sie hatte in den letzten Wochen zugenommen. Und wenn das Vollstopfen nicht langsam aufhören würde, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie die Kontrolle verlieren könnte. Ein prüfender Blick zur Wanne verriet, dass sie erst halb voll war, sodass sie nochmals ihren Blick auf den Spiegel richtete. Sie versuchte angestrengt, sich objektiv zu betrachten, als wäre die Frau im Spiegel nicht sie selbst. Und da dachte sie dann plötzlich: Sieht gar nicht so schlimm aus. Nicht gärtenschlank, aber auch nicht zu drall. Eigentlich sogar hübsch. Ihre Erscheinung war kurviger als früher, wie sie zugeben musste. Sie drehte sich um 45 Grad und konnte bei einem Seitenanblick auch nicht meckern. Spielerisch schlug sie sich selbst mit einer Hand auf den Hintern, nur um kurz darauf die andere Hand erschrocken vor den Mund zu halten und mit aufgerissenen Augen zur Badezimmertür zu blicken, weil das erzeugte Geräusch recht laut gewesen war. Auf dem Bett sitzend suchte sich Severus aus einer Tasche ein Nachthemd heraus, doch er zögerte und überlegte, ob er nicht lieber das Hemd in einen Pyjama verwandeln sollte. Da hörte er plötzlich ein Geräusch aus dem Badezimmer, das sich wie ein Klatschen angehört hatte, wie ein Schlag mit einer flachen Hand auf eine Wange. Was zum Teufel macht Hermine nur im Badezimmer? Fragte er sich in Gedanken. Nach dem entspannenden Bad, welches sie wegen ihrer Müdigkeit nicht allzu lange genossen hatte, trocknete Hermine sich ab und kleidete sich in Harrys Bärchenpyjama, den er ihr geliehen hatte, weil ihre eigenen Schlafanzüge zu eng geworden waren. Einige ihrer Hygieneartikel platzierte sie in der Nähe des Waschbeckens, bevor sie sich noch schnell die Zähne putzte, um kurz darauf die Wanne auszuspülen und mit einem kleinen Handtuch zu trocknen, sodass Severus ein sauberes Bad vorfinden würde. Auch nasse Stellen am Boden beseitigte sie auf Muggelart, bevor sie mit der Kleidung des Tages unter dem Arm geklemmt das Badezimmer verließ. Als sich die Badezimmertür öffnete, drehte Severus sich nicht um, hörte aber auf, als er Hermines Stimme hörte, die verlegen sagte: Das Bad ist jetzt frei. Kurz darauf bewegte sich die Matratze und er wusste, dass sie sich aufs Bett gesetzt haben musste. Mit einer Hand griff er sich sein Nachthemd, doch dann hielt er inne. Er konnte sich einfach nicht dazu überwinden, später nur mit einem Nachthemd bekleidet neben Hermine in einem Bett zu liegen. Könnten Sie das Licht schon ausmachen? Ich bin hundemüde, ich werde wahrscheinlich auf der Stelle einschlafen, sagte sie bittend. Ja, sicher, bestätigte er erleichtert. In der Hoffnung, sie würde längst schlafen, wenn er aus dem Bad kommen würde, griff er sich sein Nachthemd und einige andere Dinge, löschte das Licht und schloss die Badezimmertür von innen. Zunächst inspizierte er das Badezimmer gründlicher als heute Mittag. Eine Badewanne war ihm natürlich vertraut, wie auch die Hähne für warmes und kaltes Wasser. Die vielen Spiegel fielen ihm sofort ins Auge und sie missfielen ihm.
Er ließ sich das Badewasser ein, bevor er damit begann, sich zu entkleiden. Doch bevor er in die Wanne stieg, erblickte er seine dürre Gestalt im Spiegel, was ihn dazu veranlasste, sich selbst einen angewiderten Blick zuzuwerfen. Eine ganze Weile, viel länger als bei Hermine, lag Severus bewegungslos und mit nachdenklicher Miene im Wasser, bevor er wieder ausstieg. Schon während er sich abtrocknete, fiel sein Blick auf einige Gegenstände, die Hermine hier im Badezimmer zurückgelassen hatte. Nachdem er sich das Nachthemd übergezogen hatte, trat er an die Gegenstände heran und begutachtete sie. Eine kleine Dose in die Hand nehmend, las er die Aufschrift Feuchtigkeitscreme. Auf einem größeren Gegenstand las er mit innerer Stimme: Pflegeshampoo. Glättet widerspenstiges Haar. Severus bemerkte erst, dass ihn der Gedanke an Hermines Haar zum Lächeln gebracht hatte, als er sich wieder aufrichtete und sein plötzlich so befremdlich wirkendes Gesicht im Spiegelbild erblickte. Er ließ sich viel Zeit im Bad und wie erhofft schlief Hermine bereits, als er sich neben sie ins Bett legte. Nachdem er unter die Decke geschlüpft war, blickte er einen Moment lang Hermine an, deren ruhige Atmung er vernehmen konnte. Kurz darauf blickte er zum Fenster hinaus, von dem aus er ein paar Sterne am Nachthimmel sehen konnte. Er ließ seinen Gedanken freien Lauf und er konnte nicht verhindern, an Brenda denken zu müssen. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.